Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Denn wir werden heute den Frühling in unser Gesicht bringen. Ich kann es nicht mehr sehen. Grau in Grau, kalt, warm, Silvester 15 Grad, jetzt minus 3. Ich habe die Nase voll, deswegen bringen wir jetzt den Frühling in unser Gesicht. Ich habe die Base auch schon fertig gemacht, um so ein bisschen Zeit zu sparen, wirklich den Fokus auf den Lidschattenlook zu setzen. Ihr liebt diese Tutorial-Style-Videos und deswegen dachte ich mir, komm, machen wir das einfach mal heute. Ich habe einige Produkte von Purish zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt auch einen Rabattcode, den schreibe ich euch hier unten hin. Damit könnt ihr, ich denke mal, 20% auf die Produkte sparen. Ich habe den Code jetzt noch nicht, aber ich werde nachfragen, ihr wisst, wenn ich mit Purish zusammenarbeite, dann kriege ich die Produkte erst, drehe erst und dann entscheide ich, ob ich die Sachen hochlade, ob ich sie euch zeige und ob ich nach dem Code frage, ob sich das lohnt. Denn ich habe hier ein paar Produkte, die sehr, sehr spannend sein könnten und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Ich zeige euch ganz kurz, um welche Produkte es heute geht. Ich habe nämlich ein Pinselset von Suva bekommen. Das sind jetzt nur ein paar Pinsel. Es gibt sehr, 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 sehr viele Pinsel. Suva kennt ihr, die sind bekannt geworden durch diese UV-Farben. Sie haben aber viele verschiedene Pinsel rausgebracht. Ich habe eben das Video schon mal gedreht, ich habe den Look aber eben nur komplett versaut und dachte, komm, ich möchte kein Trash-Content für euch machen. Ich möchte, dass ihr vernünftige Looks seht. Und deswegen sind die Pinsel schon benutzt, die sind sehr, sehr gut. Ihr habt viele, viele kleine Pinsel, ihr habt flache Pinsel für Cut-Creases, ihr habt Liner-Brushes, ihr könnt damit alles machen. Ich benutze die Pinsel jetzt auch gleich nochmal, dass ihr sie in Aktion seht. Dann gibt es von Dominique Cosmetics neu die Unconditional Palette. Die sieht einmal so aus und die ist wunderschön. Ich habe die eben schon benutzt. Schaut euch bitte diese dunkelrote Farbe an. Die ist so, so schön. Extrem pigmentiert. Ich blende euch aber mal kurz eine Sequenz ein aus dem Video von eben, wo ich diese dunkle Farbe benutzt habe. Also falls ihr auf diese Farben steht, get it. Wunderschöne neutrale Farben. Ihr habt schöne Highlighter-Shades als Brow-Bone-Highlight oder hier so. Sieht aus wie ein kleines Milchbärtchen. Sehr, 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 sehr schöne Farben hier mit drin. Auch diese Glitzerfarbe ist fantastisch. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal kurz eine Aufnahme. Oh yes. Krass. Okay. Die ist pigmentiert, wirklich so ein super Maxim Giacomo Grungy Look. Ich mache das Ganze jetzt hier nochmal schnell, also ihr könnt die Farbe natürlich leicht aufbauen, aber ganz ehrlich. Und dann, Freunde, haben wir diese Schätzchen hier. Ihr wisst, ich liebe die großen Paletten von Dominique Cosmetics, gehören zu einer meiner Favoriten aus dem letzten Jahr. Und das ist die neue, das ist die Coral Blossom Palette. Sehr, sehr frische Farben. Sehr hell tatsächlich, aber ich glaube, dass man damit schöne frühlingshafte Looks schminken möchte. Und dann haben wir natürlich noch diese Suva-Palette. Ich weiß nicht, ob wir die heute benutzen. Ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Falls ihr auf diese UV-Farben steht, das ist eine neue. Ihr habt einen hellen Ton, einen grünen Ton, einen gelben, einen lilanen und ja, so ein Burgundy-Schwarz ist das. Sieht man jetzt nicht. Die sind wasseraktiviert und sind perfekt für sehr kreative Looks, für eine Cut-Crease. Ihr könnt damit viel machen. Die werden wir heute nicht benutzen. Ich will mich wirklich auf diese Palette hier konzentrieren, weil die so wunderschön ist. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Zuallererst hatte ich es eben schon mal gesagt, dass ich glaube, dass man damit sehr gut Blush auftragen kann. Und ich gehe tatsächlich in die Farbe Self-Worth und Blossom Beauty und habe einen sehr, sehr frischen Blushton. Ich liebe das, ihr wisst das, wenn ich meinen Blush und meinen Lidschattenlook und meine Lippen so ein bisschen aufeinander abstimme. Was ich eben auch schon gesagt habe, was ganz besonders ist bei diesen Dominique Paletten, die kosten 49 Euro. 20% Rabatt sind knapp 10 Euro weniger, also sagen wir mal 39 Euro. Aber die Fändchen haben 2 Gramm mit drin. Also üblicherweise haben Lidschatten immer 1 Gramm. Hier sind fast 2 Gramm drin. Das heißt, die Palette kostet 20 Euro, wenn man sie runterrechnet. Klar, es ist immer noch eine Menge Geld, aber ihr könnt damit halt wirklich viel machen. Wie zum Beispiel jetzt hier diesen Blush auftragen. Und wie schön sieht diese Farbe bitte aus? Ich gehe ganz leicht in die Farbe Mariposa mit rein und nutze die auch gleich als Highlighter. Das ist das, was ich bei Dominique Cosmetics so schön finde. Falls ihr Dominique nicht kennt, Dominique ist eine, ich glaube, lateinamerikanische Influencerin. Ich will nichts Falsches sagen, die eine Indie-Brand gemacht hat. Also das ist ihre eigene Marke und man sieht das. Die Sachen sind sehr, sehr hochwertig, da ist kein Quatsch mit drin.
Die Farben funktionieren sehr, sehr gut, sind gemacht in den USA. Und ich finde, es ist schön, wenn man Indie-Brands unterstützt. Ihr wisst, ich bin selber eine Indie-Brand und ich freue mich immer über Support. Können wir kurz über diesen Blush reden, der eigentlich ein Lidschatten ist? Tell me. Der gibt doch gleich so ein bisschen Frühlingsgefühle. Ich liebe das. Ich habe wirklich die Nase voll von diesem schlechten Wetter hier. Und deswegen dachte ich mir, bringen wir einfach ein bisschen Frühling in unser Gesicht. Ich möchte als erstes in die Farbe Blossom Beauty gehen. Der ist recht soft, glaube ich, aber... Der sah erst recht soft aus, aber schaut mal. Das war so ein bisschen meine Angst, als ich die Palette gesehen habe, dass sie eventuell zu hell sein könnte für mich. Aber die Farbe ist halt extrem pigmentiert, oder? Wunderschöne Farbe. Ich mache das Ganze auch nochmal hier auf der anderen Seite. Meine Base ist tatsächlich gesettet. Also ich habe keine feuchte Lidschattenbase. Das heißt, die Farbe sollte eigentlich auch noch dunkler sein, wenn ihr dunkle Farben benutzt. Aber die ist richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch schon Lust auf Frühling? Ich finde, so ab März wird es ja eh... Es wird jetzt schon länger hell, aber... Ich bin halt so ein sizilianisches Wasserlebewesen, was eigentlich den ganzen Tag in der Sonne liegen möchte, mit Sonnenschutz natürlich, aber ich kann dieses Grau in Grau und hier in Berlin ist es ja halt noch schlimmer, aber wunderschöne Farbe. Geh nochmal hier in die Farbe Self-Worth, um das noch so ein bisschen zu intensivieren. Das ist im Prinzip dieselbe Farbe, aber nochmal intensiver, um einfach wirklich so ein Bright Neon Effekt mit reinzukriegen. Ich hatte einen schönen Look gesehen auf der Dominique Website. Da hat sie die beiden Farben komplett aufs bewegliche Lid gegeben und diesen super, super simplen Look damit gemacht. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie das aussah. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, ne? Aber die Farbe ist fast wie so eine Neonfarbe. Wow! Oh nein, das ist... Ich kann doch jetzt hier nicht nur zwei Farben auf mein Auge packen. Ich mach mal den Look so und dann machen wir so einen Day-to-Night-Look damit. Ich finde, das ist immer ganz gut, wenn man weiß, dass so eine Palette sehr vielseitig einzusetzen ist. Oh, ich liebe das, ne? Okay, also ganz ehrlich, ich würde jetzt so rausgehen. Vielleicht noch ein bisschen unten und so einen leichten Schimmerton hier mit rein, die Farbe Mariposa. Das sind halt... Verrückt. Das ist so ein Ton, der ist nicht so richtig Schimmer, sondern das ist so ein zarter Touch an Farbe. Deswegen ist wie so ein Highlight-Ton, der so ein bisschen Bewegung noch mit drauf bringt. Ganz ehrlich, fertig. So könnte man das tragen. Ich kann jetzt hier natürlich nicht nur den Look mit zwei Farben machen und sagen, ja, schön, dass ihr da wart. Wunderschön. Also ganz ehrlich, das ist so ein Look für den Frühling. Selbst wenn ihr nicht so geübt seid mit Make-up, wenn ihr keine Lust oder vielleicht auch keine Zeit habt, eine Farbe, Lidfalte nach außen und das könnt ihr ja mit jeder Farbe machen, ne? Also ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Möglichkeiten, jeden Tag einen Look und dann habt ihr nur die Basic-Looks gemacht. Ich gehe jetzt hier in diese kleine Palette und wir machen aus diesem Look einen Nachtlook. Also wenn man jetzt morgens sich das aufgeschminkt hat, packt man sich die vielleicht noch in die Handtasche. Und ich gehe jetzt hier in die Farbe Jaden mit dem kleinen Pinsel. Das ist der 411 aus dem Pinselset. Ich komme mal ein bisschen näher. Gebe mir die Farbe nur ganz, ganz leicht hier rein. Und schon habt ihr mehr Bewegung hier mit drin und mehr Tiefe. Nicht diesen flachen Look. Wenn ihr vielleicht ein Schlupflid habt oder so, ein bisschen mehr Dimension. Eine Etage dunkler gehen und ihr habt einen super natürlichen und vor allen Dingen freundlichen Look. Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding. Ich habe neulich in den Kommentaren gelesen, dass meine Looks im Moment so, wie hieß es, so aggressiv sind. Ich weiß, ich liebe dieses dunkel-schwarz, schwarzer Kajal, schwarzes bewegliches Lid. Aber das ist natürlich nochmal so ein bisschen konträr dazu. Ne? Ich mache jetzt wirklich nur mal das eine Auge hier, dass ihr seht, was man damit alles machen kann. Ich baue mir die Farbe auf und blende immer nur ganz leicht hoch, dass ich wirklich so einen schönen weichen Übergang habe. Und dann nehme ich mir hier den großen Pinsel aus dem Pinselset und blende hier einfach rüber. Und zack, haben wir einen ganz anderen Look, der ganz anders wirkt. Ne? Also wenn ihr wollt, könnte das schon euer Look zum Ausgehen sein. Ich finde, ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Look euch jetzt besser gefällt. Dieses ein bisschen tiefe, ein bisschen dunkle oder doch hier dieses freundliche, frische,
frühlingshafter. Das Schöne bei den Dominique Cosmetics Paletten, ich habe ja schon viele Reviews dazu gemacht, die Farben performen halt immer und man unterstützt damit auch wirklich ein kleines, also mittlerweile so klein sind sie nicht mehr, ne? Aber trotzdem, es ist halt eine Indie-Brand. Da sitzt nicht L'Oreal oder Coty dahinter. Auch die Kombination aus beiden Paletten ist Frühling. Ich bin super gespannt auf dieses Jahr, was rauskommt von anderen Firmen. Ich weiß halt schon, was von mir rauskommt dieses Jahr. Einmal jetzt natürlich die Kollektion mit der Rossmann-Eigenmarke, aber es steht ja noch viel, viel mehr dieses Jahr, ne? Meine eigene Marke, dann in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma. Also es ist viel geplant dieses Jahr. Und mein Farbspektrum, was ich dieses Jahr für mich entschieden habe, ist halt nicht unbedingt das hier, ne? Also dieses Frische und Freundliche, wobei ich werde schon wieder aggressiv auf den Augen. Aber schon nice. Die Farben lassen sich halt auch wirklich gut verblenden. Von Tag zu Nacht, wenn ihr die Farbe jetzt noch unten lang gehen würdet, hättet ihr schon wieder einen anderen Look. Aber ihr habt halt immer noch diese Bewegung hier drauf. Das sieht aus wie so ein richtig schöner Sonnenuntergang. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal hier in diese Palette, weil ich glaube, dass man hiermit sehr, sehr viel machen kann. Ich nehme mir hier diesen kleinen Pinsel. Das ist der 402. Die Pinsel sind sehr gut, liegen gut in der Hand, sind recht stabil, ist Holz und auch cruelty-free und vegan. Ne? Also falls ihr vegane Pinsel sucht, auf jeden Fall hier. Ich will unbedingt in die Farbe Radiant. Das ist wie so ein Duochrome-Lila-Ton. Und den gebe ich mir jetzt... Ich nehme meinen Finger. Das ist das Schöne bei diesen Dominique-Farben. Yes. Ich weiß gar nicht, ob das... Kommt das in der Kamera rüber? Das ist ein Duochrome-Blau-Lila. Den auf einem schwarzen... Ich merke, ne? Ich bin total auf schwarz und dunkel und so gerade bei den Augen. Den auf einen schwarzen Lidschatten. Habe ich hier irgendwo einen schwarzen Lidschatten gerade? Nee. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Ne? Das ist halt wie so ein Topper. Der hat zwar eine eigene Deckkraft, aber die Glitzerpartikel da drin sind reflektierend. Und dadurch habt ihr natürlich nochmal so ein bisschen mehr Dimension auf dem Auge. Ich liebe diesen Look gerade. Ich blende jetzt hier nochmal so ein bisschen aus. Einfach, um es noch weicher zu kriegen. Und zack, habt ihr einen dritten Look. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drei Looks in einem Video gezeigt habe. Ansonsten kann ich mir auch wirklich gut diese Kombination vorstellen. Den Ton Hazel. Creamy. Dann Grove zum Abdunkeln. Schaut mal, lassen sich auch gut miteinander verblenden. Und dann aufs bewegliche Lid die Farbe Coral Quartz. Und zack, habt ihr hier einen kompletten neuen Look. Auch das ist ein Look, den würde ich so tragen. Ich liebe die Palette. Das ist halt das Schöne bei Dominique Cosmetics, ne? Ihr habt eine Palette, mit der ihr sehr viel machen könnt. Das ist so eine Maxim Giacomo Kombi auch, ne? So dieses Brown und Creamy. Lassen sich sehr gut ineinander verblenden. Die sind sehr cremig. Also die fühlen sich fast schon nass auf der Hand an. Und die Schimmertöne sind endlich mal so ein bisschen soft. Also ich weiß nicht, ich fand letztes Jahr waren die Schimmertöne so intens, so Hauptsache mehr Glitter, mehr Glitter, mehr Pigment. Ich finde diese zarten Töne aber super schön für den Alltag. Ihr seht es ja, ne? Was ich hier raus machen kann. Das kann man entweder im Alltag tragen, sieht aus wie ein Sonnenuntergang, oder einfach abends mal ein bisschen was Frischeres für den Frühling. Wunder, wunderschön. Ich gehe jetzt mal unten lang und benutze dafür die Farbe Patience. Das ist ein Braunton, der so ein bisschen ins Rötliche geht. Damit gehe ich nur ganz leicht hier an meiner Wasserlinie unten lang. Ich will nicht zu viel Farbe hier unten haben. Sehr präzise, dafür benutze ich den 401 Brush wieder. Und dann in die Farbe Grove hier außen. Das ist ein wunderschöner Look. Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, was trage ich auf den Lippen? Wie gefällt euch der Look? So simpel. So simpel kann es sein. Wir haben drei verschiedene Looks gerade gemacht. Okay, auf meine Lippen. Sekunde. Bisschen mehr Dimension hier rein. Super, super schön. Ich glaube, bei dem zarten Look könnten wir tatsächlich auch eine dunkle Lippe tragen, oder? Ich probiere es mal aus. Ich benutze hier von Il Makiage mal einen Liquid Lipstick in Braun und nehme mir diesen Suva Liner und benutze den als Lip Liner. Und dann blende ich den so ein bisschen aus. Ich liebe dieses kreative Arbeiten, ne? Das ist jetzt sehr dunkel. Wir werden jetzt aber wesentlich heller wieder. Dazu benutze ich hier einfach mal einen Liquid Lipstick.
Und wenn man... Okay, und jetzt hier noch so ein Muttermal, dann sehe ich aus wie Marilyn Monroe. Okay, also die Lippe ist natürlich jetzt super, super dunkel. Ich lasse den kurz antrocknen, mache die Lippe dann auch noch heller. Aber ich wollte euch zeigen, dass ihr einen sehr schönen Look auf den Augen tragen könnt, aber trotzdem eine Statement-Lippe tragen könnt, wenn euer Outfit so ein bisschen reduzierter ist. Ich klebe mir einmal Lashes drauf und bin gleich wieder zurück. Und so sieht das Ganze mit Lashes aus. Ich trage mir noch ein bisschen Mascara auf. Ich benutze dazu hier tatsächlich die von REM Beauty oder REM Beauty. Die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und auf meine Lippen habe ich ein Liquid Eyeshadow gegeben. Den zeige ich euch demnächst. Und wir haben einen super schönen. Das ist schon recht viel, ne? Also im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten. Aber ihr kennt mich, Freunde. Ich kann hier kein Video machen mit dem simplen Basic Look. Das ist schon frisch. Das ist Frühling. Und ich liebe diese Blush-Kombi, die so in diesen Lidschatten übergeht. Wir haben ja dieselbe Farbe benutzt. Und das macht das Ganze super, super frisch. Hier die Dominique-Palette, dieser dunkle Ton ist fantastisch, aber auch, wie gesagt, dieser Glitterton, wenn ihr auf sowas richtig vampy steht. Ansonsten habt ihr hier recht kühle Töne, mit denen ihr auch sehr neutrale Looks schminken könnt. Ich swatch euch den Schimmerton hier auch nochmal mit dazu. Das ist so eine Kombi, auch die funktioniert im Alltag. Also auch hiermit könntet ihr wirklich so einen Day-to-Night-Look mitmachen. Ich glaube aber, dass diese Palette mein Favorit ist, weil ihr hier wieder alles drin habt, was ihr für die kommende Jahreszeit braucht. Helle, schöne, frische Farben, neutrale Farben fürs Day-to-Day und ganz besondere Schimmertöne, die wirklich, ja, besonders sind. Also das ist nicht so eine Farbe, die man überall sieht, sondern eine schöne, schimmernde Farbe. Und ihr habt viele, viele kleine Detail-Brushes auch in diesem Pinselset mit dabei. Und ich habe auch eben den Code bekommen. Es sind tatsächlich 20%. Ich schaue noch mal kurz rein. Genau, mit dem Code MAXIM20 bekommt ihr 20% auf Dominique Cosmetics, also alle Produkte von Dominique Cosmetics und auf Suva Beauty. Ich setze euch noch mal ein paar andere Produkte mit unten rein, zeige euch meine Favoriten von Dominique. Gibt viele Paletten, aber das ist schon wirklich perfekt für Frühling bis Sommer. Bis Herbst. Ich bin super gespannt, wie euch der Look gefällt. Vielleicht habt ihr die Produkte auch schon. Ansonsten schaut gerne einmal bei Purish vorbei. Dort findet ihr immer tolle Marken, tolle Angebote, die es sonst nicht in Deutschland gibt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!